Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ach, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Hm, wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola. Mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow. Da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte. Das ist ja so eine Art Sirup. Mmh, Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Mmh, was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich, es ist eine Torte. Ist das köstlich. Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen.
Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwas schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Oh, wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimiste krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh, wow! Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mache Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war. Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Ach, das alles ergibt einen tollen Teig. Ach, rühren mit der Hand ist doch voll oldschool. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben. Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben? Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Ah, die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein. Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Ach, Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Ah, tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe.
Emma mag Beeren, also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ah, ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Sie sehen noch nicht einmal Hunde essen, so ein Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte drauf gebe. Wie wär's denn mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosoße. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme ja auch noch etwas Schokosoße. Und schon sind das kleine Gesichter. Oh, tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Ah, das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Hm, ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Mh, voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch nur, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich hab doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen würde. Was ist das für ein Ding auf ihrer Schulter? Hm, was sollt ihr mir machen? Wie wär's denn mit einem Kuchen? Ach Quatsch, das schaffe ich. Also man braucht Mehl und Milch. Jetzt schlägt man zwei Eier auf. Dazu kommt etwas Butter und natürlich Zucker. Jetzt alles schön verrühren. Das gibt einen tollen Teig, nicht wahr, Wednesday? Eiskaltes Händchen, mach schon. Gib zuerst das Mehl rein. Ja. Super, und jetzt Milch. Und jetzt noch ein Ei. Ach ja, vergiss den Zucker nicht. Und jetzt musst du alles umrühren. Und ich gebe eine Kleinigkeit hinzu. Das macht die Sache auf jeden Fall besser. Gut gemacht. Was? Die Hand hat ja alles für sie gemacht. Och, Minno. Okay, gut, Ben, du musst dich zusammenreißen. Ich fange einfach mit diesen Muffins hier an. Da kommt ein bisschen Schlagsahne drauf. Und noch ein bisschen Muffins. Und noch mehr Schlagsahne. Und noch ein paar Muffins. Na also, fertig ist der Kuchen. Richtig lecker. Hä, was macht denn da die Hand? Also, meine Torte ist fast fertig. Hä? Eiskaltes Händchen, wo bist du denn? Na, wie auch immer. Ich mach das selber. Ich nehme mir ein kleines Messer. Und nehme die Hälfte raus. Aha, jetzt brauche ich noch dieses weiße Ding hier. Noch so ein bisschen und noch ein bisschen. Sieht aus wie ein Gehirn. Oh, ganz schön nett, Wednesday. Also, ich muss deinen Kuchen weitermachen. Stufe 2. Da kommt jetzt noch ein bisschen Creme drauf. Und schön formen. Wunderbar. Hm, ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Verzierung. Die Formen fülle ich mit Vollmilchschokolade.
Und zum schnelleren Aushärten benutze ich flüssigen Stickstoff. Jetzt noch ein bisschen Schokoladenmasse und ein paar Nüsse. 1, 2 und fertig sind meine M&Ms. Die lege ich natürlich auf die Torte und die kleinen M&Ms kommen obendrauf. Meine Torte ist fertig. Ich habe mich selbst übertroffen. Ah, viel zu süß. Ich muss ein bisschen Blut hinzugeben. Viel davon. Und ein paar Augen. Na also. Paige mag Regenbogen, also gebe ich noch ein paar Streusel hinzu. Wow, Wednesday! Was ist das denn? Dein Kuchen lebt! Natürlich lebt er. Das ist schließlich ein Gehirn. Lasst uns alles probieren. Oh, wow, das ist ja ein M&M's-Kuchen. Ist das ein Gehirn? Ich fange mit Bens Kuchen an. Hä, das ist ja nur Schlagsahne und Muffins. Ist zwar lecker, aber das ist kein richtiger Kuchen. Okay, jetzt mache ich mich an den Chefkochkuchen. Oh, was für eine große Süßigkeit. Unglaublich lecker. Ich glaube, dass die Torte noch besser schmeckt. Einfach wunderbar. Okay, ich mache mich so langsam an Wednesdays Kuchen. Ich hoffe, dass es kein richtiges Blut ist. Moment mal, das ist doch Erdbeersirup. Und das sind Glotzer mit Füllung. Ist ja richtig köstlich. Wow, und der Kuchen schmeckt auch furchtbar gut. Wednesday, du hast gewonnen. Ich kann mich gar nicht losreißen. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe diesen Kuchen. Moment mal, ist er etwa lebendig? Was? Ist das eine richtige Hand? Ah! Hilfe! Das Ding sitzt auf meinem Kopf. Ah, da bist du ja. Na, was erwartet uns diesmal? Das reicht. Ich will Nudeln. Nudeln also? Das ist kinderleicht. Es gibt ja schließlich Instant-Nudeln. Ich öffne nur den Deckel, streue da die Gewürze drüber und setze den Kessel auf. Das war's. Und was macht... Was für eine Sauerei? Wednesday, sind das etwa Maden auf dem Teller? Wednesday, ich glaube, Paige wird das nicht gefallen. Das müssen wir wegwerfen. Ach, ihr seid solche Softies. Na gut, dann mache ich hier eben richtige Nudeln. Ich muss einfach Wasser mit etwas roter Farbe und einer Gelee-Mischung vermischen. Umrühren. Jetzt schneide ich mit meiner kleinen Gartenschere den Überschuss von diesen Röhren im Glas ab. Und gieße den Teig rein. Oreo-Kekse. Ich liebe diese Creme. Jetzt werde ich aus den Keksen Streusel machen. Und da kommen jetzt meine Gummilarven drauf. Sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Kommt alles schön drauf. Na also, fertig sind meine Spaghetti. Das ist mal wieder typisch Wednesday. Ich werde selbstgemachte Nudeln machen. So, jetzt muss ich sie nur noch kochen. Al dente natürlich. Hausgemachte Nudeln. Viel zu viel Mühe. Ich muss einfach nur dieses kochende Wasser da reingeben und den Deckel wieder zu. Ich habe gesagt, Deckel zu. Wieso geht das nicht? Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich muss einfach ein Bügeleisen benutzen. Na also, schau dir das an, Betty. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Also, meine Pasta ist fertig. Ab in die Fritteure. Oh, einfach wunderschön. Jetzt mit etwas Käse und ein paar Tomaten garnieren. Solche kleinen Kirschtomaten. Wunderschön. Ha, so viel Mühe. Meine Nudeln sind viel leckerer. Moment, ich muss sie aufmachen.
Wieso geht das nicht? Mensch, was soll ich machen? Ah ja, genau. Ich klebe einfach einen Strohhalm mit einem Kaugummi an dem Ding fest. Das ist auch viel bequemer. Tada, meine Nudeln sind fertig. Meine auch. Mann, ihr habt so viel gekocht. Ich fange mit dieser Variante an. Hä? Wieso sind die so hart? Sieht ganz schön seltsam aus. Die sind ja irgendwie viel zu trocken. So lala. Hä? Sind das etwa Maden? Die sind wohl nicht lebendig, oder? Probieren wir mal. Na komm schon, Paige, du schaffst das. Moment mal. Das sind doch Gummibärchen und Oreo. Voll köstlich. Und was ist das, Ben? Die Gabel werde ich wohl nicht gebrauchen. Ich nehme mir einfach diesen Strohhalm hier. Weg mit diesem Kaugummi. Probieren wir mal. Die Brühe schmeckt lecker. Und die Nudeln auch. Ben, du hast gewonnen. Gefällt mir richtig gut. Wirklich? Hab ich gewonnen? Yeah, ich hab's geschafft. Ups, tut mir leid. Na, was machen wir jetzt? Aha, ich bin fertig. Also, ich wünsche mir einen Schokoladenkeks. Genau so einen. Ha, ist ja Blödsinn. Da muss man ja gar nichts machen. Ich nehme ihn einfach aus der Packung. Fertig sind wir. Na, übrigens, ich kann mir sogar einen nehmen. Voll lecker. Was machen die anderen? Diesmal verliere ich sicher nicht. Ich nehme Milch und Mehl. Zwei Eier. Alles schön zusammenmischen. Und jetzt müssen wir den Teig ausrollen. Das ist ganz einfach. Schließlich habe ich mein Lieblingsnudelholz mitgenommen. Jetzt nehme ich mir diesen extra Keksausstecher. Ich mache gleich mehrere Formen. Meine Keksausstecher versagen nie. Wednesday, was machst du denn da? Ich mache eine Guillotine für den Teig. Ich muss ihn ja schließlich in kleine Stücke zerteilen. Jetzt muss ich diese Würstchen zu Finger formen. Und den Nagel nicht vergessen. Die kommen jetzt hier drauf. Jetzt mache ich den Zuckerguss mit Zucker und Wasser. Und ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe. Alles schön umrühren. Und auftragen mit einem Pinsel. Es ist Zeit, die Dinger zu backen. Drähte anschließen. Es werde Licht. Oh ja, das gefällt mir. Und fertig sind die Dinger. Na, was sagst du dazu, Betty? Ganz schön ungewöhnlich. Meine Kekse hier werde ich auch backen. Jetzt muss ich sie in Schokolade stecken. Ich habe genauso viele Farben, wie ich auch Formen habe. Die kommen jetzt alle übereinander. Und fertig ist mein kleiner Keksburger. Oh, wie eklig. Ah, ihr seid so langsam. Und ich habe alle Kekse aufgegessen. Was soll ich denn jetzt tun? Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach einen Toast. Und jetzt Schokopaste. Riecht gut. Ups. Ich glaube, die sind verbrannt. Aber das macht nichts. Da kommt jetzt Paste drauf. Na, sieht doch aus wie ein Oreo-Keks, oder? Ich muss nur noch den Rand abbeißen. Na also, so sieht's gut aus. Das ist sogar für mich unangenehm. Also Paige, los geht's. Wow, diesmal habt ihr wirklich euer Bestes gegeben. Abgesehen von Ben, was ist das denn überhaupt? Hat das jemand schon mal gekaut? Ist ja alles voll flüssig. Nein, danke, das will ich nicht. Was kommt als nächstes? Ich probiere diese Hexenfinger hier. Sieht ganz schön interessant aus. Und schmeckt sogar gut. Ich kriege gar nicht genug davon. Und jetzt diese Kekse hier.
Wow, so viele davon. Und zusammen ergeben wir einen Burger. Wow, dieses Brötchen ist mega knusprig. Ich will alles zusammen probieren. So richtig schön knusprig und schokoladig. Also diese Kekse haben auf jeden Fall gewonnen. Betty, du hast dich selber übertroffen. Wirklich, ich. Ich freue mich total. Fertig. Ich wünsche mir ein Gelee. Gelee? Das kann ich machen. Ich nehme einfach Gelatine. Etwas Zucker. Und natürlich Wasser. Jetzt mischen wir das alles zusammen. Oh ja, ich liebe diesen Mixer. Aber man will ja natürlich so viel wie möglich Gelee haben und in allen möglichen Farben. Diese Form passt perfekt. Da kommt die erste Schicht rein. Ich gebe in mein Gelee meine selbstgemachte Erdbeermarmelade. Ja, die habe ich selbst gemacht. Schön umrühren. Und jetzt brauche ich etwas aus meiner Handtasche. Ein Gebiss? Nein. Strickzeug? Nee, auch nicht. Na, wo war's denn? Ah ja, da bist du ja, meine Form. Da kommt jetzt mein Gelee rein. Oh nein, ich muss gleich niesen. Hatschi! Oh, meine Brille. Ich kann nichts sehen. Wie auch immer, das Gelee kommt jetzt in den Kühlschrank. Oh, irgendwie ganz schön heiß hier. Und jetzt ist es viel zu kalt. Oh je! Oh, ist ja ganz schön feucht hier. Gelatine? Nee, ich brauch Gummibärchen. Hey, Mr. Bär. Du hast meinen Freund aufgegessen. Tut mir leid, Herr Bär. Ihr kommt jetzt auf den Teller. Und einen von euch werde ich essen. Wobei, nee. Hier noch ein paar hin und hier noch ein paar. Und noch ein paar Gummibärchen. Hier fehlt noch was. Ah, ja, genau. Wie wär's denn mit einer Erdbeere? Sehen? Oh, das sieht ja wunderbar aus. Und jetzt noch die anderen Schichten. Hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Erdbeeren sind toll. Und jetzt brauche ich noch leckere Creme. Ich werde jede einzelne Schicht dekorieren. Und noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ah, die Oma ist ja wieder zurück. Hey Oma, warte. Hier, das ist deine Brille. Geht's dir besser? Oh, danke schön, mein Kleiner. Guter Junge. Oh, was ist das denn für eine Pflanze? Oh, ihr habt euch ja Mühe gegeben. Aber meins ist auch nicht viel schlechter. Na, Paige, such dir was aus. Oh, wow, so viele Wackelpuddinge. Womit soll ich anfangen? Mit diesem Würfel hier. Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Jetzt nehme ich mir den ganzen Würfel. Oh Mann, er ist auseinandergefallen. Der Würfel ist leer. Gefällt mir nicht. Ich probiere jetzt das hier. Ui, voll wackelig. Ich glaube, ich werde wohl eine Gabel gebrauchen. Oh Mann, selbst die Gabel kann da nicht weiterhelfen. Na gut, ich probiere es einfach mit der Hand. Hä, was ist denn da drin? Oma, das ist doch deine Brille. Wie geht? Okay, jetzt mache ich mich an den Geleekuchen. Oh, du wackelst ja lustig. Probieren wir mal. Das schmeckt ja lecker. Vor allem mit der Creme und den Erdbeeren. Eindeutig, diese Torte hat gewonnen. Na, hätte es anders sein können. Und jetzt wünsche ich mir Eiscreme. Könnt ihr das schaffen?
Das ist ein Kinderspiel. Ich brauche zuerst Milch, aber doch keine Supermarktmilch. Nein, ich brauche die frischesten Zutaten. Hallo, Kuh. Danke dir für diese frische Milch. Jetzt mixe ich diese frische Milch mit Zucker in meinem professionellen Mixer. Ich gieße sie in Formen. Und stecke da Stäbchen rein. Diese Formen kommen in eine Schüssel. Und jetzt hole ich was ganz Besonderes aus meinem Koffer raus. Oh ja, das ist flüssiger Stickstoff. Der wird alles gefrieren lassen. Oh, Tina, du machst es dir doch viel zu schwer. Schau zu, ich zeig's dir. Erstmal nehme ich mir Milch, Mehl, Zucker und Eier. Daraus mache ich Waffeln. Schön umrühren. Und jetzt kommt dieser Teig auf meine Waffelmaschine. Eine Weile warten. Und solange die Waffel heiß ist, kann ich ihr die richtige Form verleihen. Wunderbar. Die perfekte Waffel. Jetzt bringe ich das Eis in den Kühlschrank und lasse es dort aushärten. Ich muss nur noch ein kleines bisschen warten. Milch! Viel zu kompliziert. Ah, genau. Ich habe eine Idee. Ich nehme einfach Sprite und stecke da einen Stock rein. Und das kommt jetzt in den Tiefkühlschrank. Hey, Oma, bist du eingeschlafen? Was, was? Ach ja, ich bin ein bisschen eingenickt. Danke, dass du mich geweckt hast. Mein Eis ist fertig. Jetzt kann ich mein Eis gefrieren. Ach, dieses Eis ist perfekt. Nein, das perfekte Eis hat man gemacht, als ich klein war. Ach, du hast doch keine Ahnung. Hier kommt noch etwas Zuckerguss drüber. Und damit mein Eis noch besser aussieht, dekoriere ich noch ein bisschen. Das wird Paige sicher gefallen. Also ich bin mir sicher, was Paige gefallen wird. Natürlich mein hausgemachtes Eis. Genau das Richtige. Na, das schmeckt ja wirklich gut. Ben, willst du auch was probieren? Sorry, Oma, ich bin beschäftigt. Oh Mann, ich kann es nicht rausholen. Daran habe ich nicht gedacht. Wobei, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach eine Kettensäge. Okay, den Überschuss ziehen wir ab. Yeah. Bedien dich, Paige. Oh, das ist ja großartig. Was ist das denn? Oh, das ist ja voll schwer. Nicht schlecht. Oh nein. Es ist runtergefallen und zerbrochen. Ups. Es war einfach viel zu groß. Oh, was für nette kleine Tierchen. Das ist ja Eis am Stiel. Ich nehme jetzt erst das Schweinchen. Mann, ist das gut. Das ist mega lecker und richtig niedlich. Und was hat die Oma gemacht? Oh, wow. Ich liebe dieses Eis. Das ist genau das, was ich wollte. Oma, du hast eindeutig gewonnen. Oh ja, habe ich doch gesagt. Tut mir leid, Ben. Und jetzt wünsche ich mir ein Marshmallow. Voll süß, nicht wahr? Oh, das ist ja schon wieder was Unbekanntes. Aber in meinem Rezeptbuch werde ich sicher was finden. Aha, Kuchen, Rührei. Ich glaube, ich brauche Schokolade. Und natürlich ein paar Marshmallows. Ich werde die erste Schicht aus Schokolade machen und die nächste Schicht aus Marshmallows. Oh wow, das war eine ganze Packung. Jetzt brauche ich einen Ofen. Oh nein, bloß nicht das! Oh. Oh Ben, vielen lieben Dank. Das hast du gut gemacht. Du hast uns beide gerettet. So, mein Gericht kommt jetzt in den Ofen. So in etwa. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Was könnte ich in der Zwischenzeit machen? Ah ja, genau. Ich schaue mir meine Lieblingssendung an. Ah,
die sind ja lustig. Ja, was soll ich denn mit den Marshmallows machen? Ich habe eine Idee. Ich mache einfach ein paar Kaninchen daraus. Wir brauchen nur noch ein paar Augen und den Mund. Perfekt, würde ich sagen. Und ich mache etwas aus Gelatine und Zucker und Wasser. Das alles schlage ich auf. Passt wunderbar. Jetzt kommt diese Mischung in eine Spritze. Und ich brauche ein paar Strohhalme. Welche Farbe sollte ich auswählen? Ich nehme mir Rot. Diese Farbe kommt in meinen Marshmallow-Mix. Und nochmal schön durchmixen. Oh, diese Farbe ist wunderbar. Jetzt brauche ich wieder eine Spritze. Und ich mache dasselbe wie letztes Mal. Schaut euch das mal an. Schön, nicht wahr? Wunderbare Marshmallow-Zöpfe. Und jetzt muss ich sie nur noch zusammenkleben. Oh ja, das ist die Perfektion selbst. Hä? Was ist das denn? Oh wow, Tina. Was für ein großer Marshmallow. Unglaublich, jetzt macht die ja eine Schnecke. Ich glaube, ich kann was probieren. Ups. Menno, da ist nichts mehr da. Die perfekte Spirale. Übrigens, wo ist die Oma? Oh, tatsächlich. Oh, was für eine tragische Sendung. Ich kann nicht mehr zuschauen. Oh, meine Marshmallows sind fertig. Ah, Paige, ich hoffe, es wird dir gefallen. Riecht ja wunderbar. Unglaublich. Was für schöne Gerichte. Oh, eine riesige Marshmallow-Schnecke. Die ist ja gigantisch. Das schmeckt mega, mega, mega lecker. Und jetzt probiere ich Omas Marshmallow-Kuchen. Wow, ist ja voll elastisch. Und mit Schokolade schmeckt das noch viel, viel besser. Oma, das ist mega lecker. Super. Oh, diese Häschen sind ja mega niedlich. Oh, ihr seid so süß. Ich muss euch sofort probieren. Ja, das schmeckt gut. Ben, diesmal hast du gewonnen. Einfach mega niedlich. Yeah, ich hab gewonnen. Tja, hab ich doch gewusst.